Ja, die Type ist wieder Florian für euch zurück mit dem Let's Play von Narcissus. Mit, ja, leider etwas Verspätung bei dieser Folge, bitte ich nochmal zu entschuldigen. Habe ich gestern vollkommen leider verplant mit dem Besuch, den ich bekommen habe, vorher noch rechtzeitig eine Folge aufzunehmen. Deswegen jetzt hier an dieser Stelle weiter. Wir befinden uns immer noch in dem Kapitel Tabu und habe ja dann am Ende der letzten Folge ein bisschen darüber überlegt, was genau mit dem Tabu gemeint sein soll, ob es wirklich, ja, die Sache mit dem Selbstmord ist, die Himeko mehr oder weniger angedeutet hat, dass sie das machen möchte von einem anderen Ort aus und da Setsumi, naja, immer noch ein bisschen in die Sache mit hineinzieht. Schauen wir mal, wie das Ganze auf jeden Fall weitergeht. Jetzt sind wir hier nach dem Haare schneiden und diesen Andeutungen am Ende des Tages angelangt und am Ende wahrscheinlich auch in den letzten Zügen dieses Kapitels, nehme ich mal an. Langsam färbte sich der Himmel orange. Während die brennende Sonne sank und die lauten Schreie der Minmin-Semi von. Da muss ich nochmal gucken. Leider ist hier dann wahrscheinlich was weggegangen. Also Minmin-Semi sind Zikaden, deren Laut nach Ming-Ming klingt. Und sie hört man oft tagsüber. Higurashi sind jene, die man oft bei Sonnenunter- und Sonnenaufgang hört. Und ihnen wird ein trauervoller Laut nachgesagt. Ich schätze mal, also während hier die lauten Schreie der Minmin-Semi von irgendwoher erklangen, soll da, schätze ich mal, stehen. Der Ort, an dem ich plötzlich anhielt, war der gewohnte Schulhof. Ohne wirklich etwas zu tun, stand ich lediglich vor der Metallstange und dachte an die Geschehnisse von gerade eben. Onee-chan, willst du mit der Stange spielen? Wahrscheinlich aus Rücksicht mir gegenüber sprach mich ein in der Nähe spielendes Kind an. Schon okay, kümmere dich nicht um mich. Auf diese Antwort hin rannte das Kind wieder zurück zu seinen spielenden Freunden, während es mir einen irgendwie verwirrten Blick zuwarf. Gerade eben sagte Himeko, dass am selben Tag zurückzukommen unmöglich war. Wohin wir fuhren, wusste sie noch nicht. Aber mir wurde gesagt, dass ich dafür sorgen soll, Mamas Erlaubnis einzuholen. Wenn es okay ist, komm mit mir. Ich werde dich nicht zwingen. Auch wenn sie das sagte. Wenn man fast einen Monat zusammen verbrachte und dann sagte, dass das letzte Mal sein würde. Wieder aßen ich und Mama zusammen zu Abend. Auf dem Tisch waren die üblichen Gerichte und Frittiertes. Mit einem zufriedenen Blick schaute Mama auf die leere Lunchbox. Selbst während des wie immer alltäglichen Abendessens dachte ich über zuvor nach. Hey, Mama. Was gibt's? Ich wurde wieder zu einem Ausflug eingeladen. Ah, ist das nicht toll? Von dieser Himeko-san, nicht wahr? Ja, aber dieses Mal bleiben wir eine Nacht. Ach, schon okay, kein Problem. Trotz der Möglichkeit des Was, wenn, gab sie mühelos ihre Zustimmung. Dann werde ich für euch wieder Mittagessen machen, okay? Ja, danke. Ich werde wieder mein Bestes geben. Oh, stimmt. Heute lief es ebenfalls ganz gut, sagte sie und bot mir die üblichen Pommes an. Oh, was ist los? Du magst doch Pommes, oder? So selbstverständlich. Als ob es eine Tatsache wäre, bot Mama sie mir mit einem aufrichtigen Lächeln an. Doch auf diesen Händen war kein pinker Nagellack einer Maniküre. Stattdessen hielt eine leicht gerötete Hand den Teller. Pommes. Alles, was ich zu tun hatte, war, sie still zu essen. Egal, wie sehr ich sie hasste, wenn ich es aushielt, war es in Ordnung. Aber ich fragte mich, ob das wirklich Rücksicht war. Auf einmal erinnerte ich mich an Himekos Worte. Auch wenn uns derjenige, der uns bestraft, nicht verzeiht, wollte ich wirklich "Es tut mir leid" sagen. Zu Mama, zu Himeko. Nee, Okasa. Hey, Mama.
Ich nahm all meinen Mut zusammen und beichtete ihr alles. Himeko-san te 7階 no hito nano? Himeko-san ist jemand aus dem 7. Stock. Hä? 7階 te nani? Hä? Was ist der 7. Stock? Hospiz no koto. Das Hospiz. Soko no kangofusan nano? Ist sie eine Krankenschwester? Es könnte absolut selbstverständlich gewesen sein, aber dafür hielten die Leute sie. Soko no kanja-san? Sie ist eine Patientin. Hi? Wie bitte? Hospiz no nyuin kanja-san. Eine Patientin im Hospiz. Eh? Hospiz no kanja-san te... Eine Patientin im Hospiz, sagst du? Eine lange, sehr lange Stille. Die Stimme des Moderators im Fernsehen war zu hören. Nichts als Worte, sondern nur ein Geräuschteppich. In Wirklichkeit mag es vielleicht nur ein Augenblick gewesen sein, aber für mich fühlte es sich wie eine Ewigkeit an. Ich dachte, dass sich die Zeit vielleicht nie wieder bewegen würde. Es schien, als ob etwas nie wieder so werden würde wie früher, und ich hatte Angst. Das Lächeln von zuvor war bereits verschwunden. Ihre Hand mit der Krokette war an immer noch derselben Stelle. Obwohl sie so glücklich war, dass ich eine Freundin gefunden hatte. Wenn ich es nicht gesagt hätte, würde sie jetzt immer noch lächeln. Yamete Setsumi. Souyou hito ni chikazuku no wa. Lass das, Setsumi. So jemanden nahe zu kommen. Okasan. Kowai no yo. Deine Mama hat Angst. Itsuka. Anata mo so narun janai ka to omou to. Wenn ich daran denke, dass du eines Tages auch so enden könntest. Es tut mir leid. Wie erwartet fand ich keine anderen Worte. Das ist keine Rücksicht. Worte, die mir Himeko mitgegeben hatte. Mir, die stillschweigend die Pommes aß. Aber es umzusetzen. Mir wurde gesagt, dass es sehr schwierig sein würde. Ja, damit sind wir durch das Thema durch und tatsächlich in diesem Kapitel ist es nun also geschehen. Satsumi hat alles, was sie bewegt und alles, was Himeko angeht, endlich ihrer Mutter gebeichtet. Und von da an wird jetzt wahrscheinlich hier die Entfremdung in vollen Gange ihren Lauf nehmen. Tja. Mehr habe ich dazu an der Stelle gar nicht zu sagen, deswegen schauen wir noch in Kapitel 15 rein. Sind ja gerade erstmal bei etwas mehr als 8 Minuten. Halbes Gebet. Naja, mal sehen, wer da ein halbes Gebet ausstößt, dann, dass er einfach wahrscheinlich nur so macht, aber gar nicht dran glaubt, dass dieses Gebet auch irgendetwas nützt. Aber das ist ja auch schon etwas gewesen in den letzten Kapiteln, was immer zum Thema gemacht worden ist. Die Gebete, die aber letztendlich niemanden etwas gebracht haben und die das Unvermeidliche letztendlich nicht abwenden können. Schauen wir mal rein. Ah! Kora, jitto shite nasai! Hey, halt still! Sonna koto iwaretemo kusumutai mo! Auch wenn du das sagst, es kitzelt. Das Bad des 7. Stocks. Heute war der 2. Badetag der Woche. Jetzt bin ich auch pitschnass. Oh, tut mir leid. Ii no yo. One-san mo tsuide ni shawa shichau kara.
Schon okay. Solange wir hier sind, werde ich auch schon... Oder da wir schon mal hier sind, werde ich auch duschen. Auch wenn man es als groß bezeichnen könnte, verglichen mit einem normalen Hausbad war es nur ein wenig größer. Wenn zwei in der Wanne waren, mussten sie trotzdem nah beieinander sitzen. Ne, Mada? Noch nicht fertig? Mada! Mochotto de Shampoo no sugi owaru kara. Noch nicht. Nur noch ein bisschen und die Shampoo-Spülung ist fertig. Hoi. Okay. Das Mädchen schloss fest ihre Augen und wartete auf das Ende der Shampoonierung. Sogar diese Art von Austausch wurde nun Alltag. Sate. Zugi wa Himeko Rihatsuten yo. Also, als nächstes ist Himekos Friseurladen dran. Ich ließ das Mädchen auf einem Klappstuhl Platz nehmen, während ich ein Loch in einer Mülltüte schnitt und sie über ihren Kopf zog. Wenn es nicht so windig wäre, hätten wir es auf dem Dach machen können. Doch meistens schnitten wir ihre Haare im Krankenhauszimmer. Wir, Betreuer, waren auch Gärtner, Reinigungskräfte und manchmal Friseure. Schnipp, schnipp. Dokashira. Maegami mo soroete mitan da kedo. Und wie ist es? Ich habe es versucht, vorne gleichmäßig zu machen. Es sieht vielleicht etwas komisch aus. Oh, du wolltest es nicht gerade geschnitten haben? Das ist es nicht, aber es sieht zu kurz aus. Oh, aber so ist es doch gerade niedlich, oder? Wie ein Kind. Es ist vielleicht etwas peinlich. Der Duft des Minzshampoos verbreitete sich im schmalen Krankenhauszimmer von dem immer noch feuchten Haar. Das Mädchen saß auf dem Klappstuhl, den ich immer benutzt hatte, und warf mir von der Mülltüte eingehüllt einen etwas unzufriedenen Blick zu. Auf dem Boden waren drei Zeitungsblätter verteilt. Es war ein Friseurladen, der zwei kleine Handspiegel benutzte. Ein paar Tage danach. Bei einem Blick auf den Kalender erkannte man, dass wir uns Mitte August näherten. Das Mädchen war immer noch hier, genau wie ich. Okay, gib mir das Thermometer. Okay. Nachdem ich das Thermometer aus ihrem Mund nahm, las ich die Werte vom Display ab. Nanto? Wie viel Grad? 6,2. これなら大丈夫ね. 36,2. Ja, das sollte in Ordnung sein. じゃあ今日も中庭でアイス? Dann heute wieder Eis essen auf dem Innenhof? いいえ。今日は別の予定を考えているの. Nein, für heute habe ich mir etwas anderes einfallen lassen. 別の予定? Etwas anderes? まず、そのためにはこっちが先ね. Aber dafür ist zuerst das hier dran. Antwortete ich und öffnete die Papiertüte, die ich mitgebracht hatte. Die Hälfte der Tagesplanung war da drin. それ、何? Was ist das? 新しい服を持ってきてあげたのよ. Ich habe dir neue Anziehsachen mitgebracht. パジャマはこの前ももらったのに. Okay, aber ich habe doch erst vor kurzem den Schlafanzug bekommen. パジャマじゃないわよ. Hehehe, das hier ist kein Schlafanzug. Mit einer überschwänglichen Geste nahm ich es aus der Tasche, um es ihr zu zeigen. Schließlich war es etwas, das mich über die Hälfte meines monatlichen Taschengeldes gekostet hatte. Und ich hatte 2 Stunden darüber debattiert, welches ich nehmen sollte. Ha! One Piece! Oh, ein Kleid! Da? Kinita? Und? Gefällt's dir? Ja, ja. Glücklich nickte das Mädchen mehrmals eifrig. Es war ein Kleid in einem sommerlichen Weiß mit einem gelben Sonnenblumenmuster. Also dann, sobald du dich umgezogen hast, gehen wir los. Los? Meinst du nach draußen? Ja, zur Kirche. Als ich antwortete, öffnete ich die Knöpfe ihres Schlafanzuges. Eigentlich hatte sie schon seit einer Weile gesagt, dass sie die Kirche besuchen wollte.
Um ehrlich zu sein, wäre im Schlafanzug zu gehen in Ordnung gewesen. Aber naja, da wir uns schon mal die Mühe gemacht haben. Oder die Mühe machen. Ein bisschen falsch gelesen. Ja, One-san, danke. Die gleißende Sonne und das Zirpen der Zikaden. Es sah aus, als würde heute wieder ein weiterer heißer Tag werden. Unter diesem Himmel liefen wir Seite an Seite. Es war das erste Mal, dass wir das Krankenhausgelände verließen. Natürlich wäre ich nicht in der Lage gewesen, sie an entferntere Orte zu bringen, auch wenn sie es gewollt hätte. Nein, nicht, dass nur ich es nicht konnte. Niemand konnte es. Darum war ein Ort wie die Gemeindekirche der einzige Platz, an den ich sie mitnehmen konnte. Und nach wenigen Momenten erreichten wir die Kirche. Und an dieser Stelle mache ich dann erstmal für die Folge Schluss. Und die Erlebnisse in der Kirche werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Tja, was das dann für eine Erfahrung ist. Sowohl für die Kleine als auch für Himeko. Und naja, mit dem halben Gebet in der Kirche wird also wahrscheinlich Himeko dann ein Gebet, nehme ich mal an, über die Kleine sprechen. Aber naja, es ist eben eine Magie, wie man ja so möchte, die keine wirkliche Wirkung entfaltet. Naja, schauen wir mal. Bin dann mal gespannt, wie es weitergeht. Wir nähern uns mit großen Schritten, glaube ich, dem Ende des Ganzen entgegen. Und das sage ich jetzt, glaube ich, schon seit einigen Folgen. Aber tja, ich habe ja auch einen kleinen Zwischenkommentar abgegeben. Und viel ist jetzt bis hierhin erstmal nicht passiert. Deswegen beenden wir die Folge einfach an der Stelle. Ich sage Matane, vielen Dank fürs Zuschauen wieder bis hierher und bleibt gesund. Tschüss.